Antenne, über das Antennenfernsehen DVB-T schauen. Und am 29.03. wird DVB-T abgeschaltet und umgeschaltet auf DVB-T2, den Nachfolger. Bei Kabel-, Satelliten- oder Internetfernsehnutzern ändert sich nichts. Für alle, die gar nicht so genau wissen, ob sie per DVB-T-Fernsehen schauen oder etwa per Kabel oder Satellit, hat der Hessische Rundfunk und die gesamte ARD eine Infoseite im Teletext eingerichtet. Die Seite 199 im ersten zeigt, ob man DVB-T nutzt oder nicht. Was benötige ich für die Umstellung? Mit einem solchen Receiver können Sie jeden Fernseher DVB-T2 HD tauglich machen. Dieses Gerät wird an den Fernseher angeschlossen und hat dann sämtliche Funktionen, auch wenn der Fernseher noch nicht für sich DVB-T2 HD fähig ist. Fernseher, die seit Mitte 2016 auf dem Markt sind, haben größtenteils schon einen DVB-T2 HD Receiver integriert. Den kann man bei älteren Fernsehern nicht nachrüsten. Die müssen mit neuen Receivern ausgestattet werden. Kosten ab rund 60 Euro. Je nach Zusatzfunktion, wie zum Beispiel der Möglichkeit, Fernsehprogramme aufzuzeichnen, können sie allerdings teurer werden. Wichtig: auf das DVB-T2 HD Logo achten. Das grüne Logo ist besonders wichtig, weil dort die wichtigsten Eigenschaften für Bild und Ton des neuen Formats hinterlegt sind. Mit diesem grünen Logo bekommen Sie tatsächlich die guten Bilder und den guten Ton, den wir hier versprechen. Eine neue Antenne braucht man dafür nicht. Sie können fürs neue DVB-T2 HD die Außenantenne, die Dachantenne oder auch Ihre Zimmerantenne weiterverwenden. Wann ist die Umstellung? Die Umstellung erfolgt schrittweise. Zunächst ist Mittel- und Südhessen dran. Stichtag ist der 29. März. In Nordhessen erfolgt die Umstellung am 8. November. Und für ganz Hessen gilt? Das Ganze findet in der Nacht statt. Und am frühen Morgen sollten die neuen Signale eigentlich stabil stehen. Man muss den Receiver in Betrieb nehmen, das heißt einen Suchlauf starten. Das geht meistens automatisch, ist sehr bequem und sollte eigentlich relativ leicht funktionieren. Was kostet DVB-T2 HD? HR, ARD und ZDF-Programme, also alle öffentlich-rechtlichen, sind natürlich auch in DVB-T 2 HD kostenfrei. Bei den privaten Sendern gibt es eine entscheidende Änderung. Wer Sie weiterhin über Antenne empfangen will, muss dafür bezahlen. Die Privaten haben sich entschlossen, bei DVB-T 2 HD als Bezahlfernsehen zu starten. Die Kosten 69 Euro pro Jahr. Fazit: Die Umrüstung auf DVB-T2 HD bietet mehr Fernsehvergnügen durch schärfere Bilder. Für Haushalte mit älteren Fernsehern gilt, einen neuen Receiver besorgen, dann schaut man auch nach der Umstellung nicht in die Röhre. Naja, so schlimm ist das alles gar nicht, finde ich. Was man sonst noch für das perfekte Fernsehvergnügen tun kann, das kläre ich jetzt mit Peter Knack von der Stiftung Warentest. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Knack. Aber gerne. Stiftung Warentest hat passend zu dieser Umstellung, könnte man fast meinen, Zimmerantennen getestet. Sie haben uns die Testsieger hier mitgebracht, da sind sie. Welches ist die beste? Na, Ölbach und Katrain sind aus meiner Sicht die Favoriten. Im Empfang sind alle sehr gut, alle drei, die Sie da stehen. Aber die sind halt doch ein bisschen kleiner, smarter und besser im Wohnzimmer zu verstecken als dieses archaisch wirkende Monster. Ja, ich wollte gerade sagen, also hier ist vielleicht beim Design noch Luft nach oben. Dafür ist sie aber auch die günstigste, ne, von den gut getesteten. Der Preis ist unschlagbar, das ist wohl wahr. 25 Euro. Die kleinste hier, sagen wir mal vielleicht die schickste, kostet dagegen 50 Euro, ne? Also insofern, wer das gut verstecken kann, das Gerät. Wer das hinkriegt, bekommt auf jeden Fall gute Bilder damit. Mhm. Wo stelle ich denn so eine Antenne hin? Also das ist ja vielleicht dann auch, wenn uns die Optik nicht ganz so gut gefällt, muss die so präsent und mitten auf dem Fernseher stehen? Nein, also ich verstecke die zum Beispiel im Bücherregal oben. Mhm. Wichtig ist, dass kein Sender wie WLAN-Router, die Basisstation von meinem Schnurlostelefon, solche Sendegeräte nicht in der Nähe sind. Mhm. Und in der Wand sind vielleicht manche auch Stahlträger drin. Mhm. Da muss ich ein bisschen hin und her schieben. Das ist so wie mit dem Auto an der Halte, an einer Ampel. Das Signal schnarrt, so wie jetzt meine Stimme. Und dann rolle ich 20 cm vor oder zurück und plötzlich ist es wieder Richtung. Genau um diesen kleinen Betrag mal ein bisschen schieben und drehen. Und ich hätte jetzt beinahe auch gedacht, das ist so wie Wünschelrute gehen. Also einfach mal das Ding so ein bisschen rumschieben im Zimmer. Aber Sie sagen, das sind 20, 30 cm meistens, dann hat man es schon. Ne? Brauchen diese Antennen eigentlich viel Strom? Nein, zum Glück gar nicht. Also im Jahr kommen nicht mehr als 2 Euro irgendwas raus, wenn die Dinger durchlaufen. Und die Antennen, die wir hier haben, die werden zum Beispiel über USB gespeist. Das kann ich vom Fernseher
Sendegerät mir holen. Wenn ich das ausschalte, ist auch die Antenne aus. Also dann habe ich nicht mal lästigen Standby-Verbrauch. Mhm. Übrigens, der Kollege Jörg Bombach, der hat ein ganz besonderes Verhältnis zu Zimmerantennen. Das verrät er uns dann gleich. Wenn ich jetzt der Empfang für so eine Zimmerantenne zu schwach ist, dann brauche ich ja eine für draußen. Ne? Wäre natürlich schön, das vorher zu wissen. Nicht, dass ich die Antenne schon gekauft habe und dann sage, Edgy-Badgy, das reicht gar nicht aus. Wie kann ich das herausfinden, ob so eine Zimmerantenne für mich ausreicht? Also zum einen gibt es einen Service im Internet, das bieten Sie auf Ihrer Seite auch an zum Nachlesen, wo ich gucken kann, in welcher Zone bin ich, brauche ich eine Zimmerantenne, eine Außenantenne oder sogar eine Dachantenne. Das wäre dann das größte Mittel, um reinzuholen, das härteste. Und wenn ich zu einer Grenze bin, ich merke, meine Zimmerantenne bringt doch manchmal so Bildstörung, Tonstörung rein, dann nehme ich mir die einfach, gehe mit der auf den Balkon, wo ich die Außenantenne anbringen würde. Ja. Und wenn dann das Bild stimmt, dann weiß ich, dass eine Außenantenne reicht und dann gehe ich los und kaufe eine mit sehr gutem Empfang. Super. Fertig ist es. Also genau, das wäre der Trick für, wenn ich schon eine Zimmerantenne habe. Mhm. Ansonsten tippt das Internet, da gibt man die Postleitzahl, glaube ich, an. Und da kann man alles finden, liebe Zuschauer. Und diesen Link und alle Testsieger im Übrigen, die finden Sie auch bei uns auf der Homepage auf service.hr.de. Sie haben uns nämlich auch netterweise die beiden besten Außenantennen mitgebracht. So ist es richtig. Die sind schon mal eine Spur größer, ne? Ja. Warum haben die beiden jetzt gerade gut abgeschnitten? Was hat Ihnen an denen gut gefallen? Der Knackpunkt bei den Antennen ist wirklich der Empfang. Die beiden bieten einen sehr guten Empfang. Also es gab noch eine dritte, die das auch schafft, aber wir hatten auch mangelhafte dabei. Mhm. Wo ich mir sage, das kann eigentlich gar nicht sein. Wozu dann eine Antenne, wenn sie nicht gut empfängt? Genau, so ist das. Ja. Und das haben die beiden eben nicht das Problem. Die holen die Signale, die kommen auch wirklich perfekt rein. Mhm. Und da muss man nur noch sehen, dass man sie von außen in die Wohnung reinkriegt, in sein Wohnzimmer zum Beispiel. Und dazu, das haben wir mal hier nachgestellt, bei so einem kleinen Fensterchen, dazu braucht ein spezielles Kabel, wenn man nicht durch die Wand bohren will oder durchs Fenster bohren will. Dieses flache Kabel hier, das lässt sich auch ein bisschen quetschen. Da macht das gar nichts aus, wenn ich Fenster oder Balkontür wieder schließe. Mhm. Und ich muss eben kein Loch durch die Wand oder durch den Fenster- oder Türrahmen bohren. Das darf ich ja nicht tun. Mhm. Wie ist es denn generell? Kann ich solche Antennen selber anbringen oder sollte ich das einen Fachmann machen lassen? Was ist da für ein handwerkliches Geschick erforderlich? Also zum Beispiel diese Antennen, die wir hier haben, die werden mit Flügelmuttern festgeschraubt. Das ist kein Hit. Da muss ich noch ein bisschen Zeit einplanen, um die Kabel, die hier so ein bisschen rumliegen, dann auch bis reinzubringen ins Zimmer. Das ist ein bisschen Zeitaufwand, aber handwerklich bin ich davon nicht überfordert. Also kriegt man hin. Ja. Mit so einem flachen Kabel, wenn man nicht bohren muss, dann allemal. Ja. Ne? Gut. Wer bei DVB-T2 private Programme schauen möchte, haben wir eben schon gehört, der muss zusätzlich zahlen zum Rundfunkbeitrag. Bei den Öffentlich-Rechtlichen ist dann keine Zuzahlung nötig. Immer mehr Menschen haben ja tolle, große HD-Fernseher und wollen dann natürlich auch ihr Programm in HD empfangen. Wir wollten wissen, was ist denn nur eigentlich die beste und günstigste Lösung fürs Fernsehgucken? Kabelanschluss, Satellitenschüssel oder Internetfernsehen? Wir machen den Vergleich. Susanne und Bernd und ihr neues Häuschen auf dem Land. Ohne Fernsehanschluss schauen sie noch in die Röhre. Bernd vermisst die Sportsendungen. Susanne verpasst ihre Serien. Am liebsten bitte alles in HD. Was nun? Möglichkeit Nummer 1, Kabelanschluss. In vielen Regionen ist nur ein Anbieter auf dem freien Markt verfügbar. In Hessen ist das vor allem Unity Media. Das Programmangebot kostet für die Öffentlich-Rechtlichen und Privaten 20,99 Euro monatlich. Wer die Privaten in HD sehen will, muss zusätzlich 4,99 Euro pro Fernseher zahlen, also 25,98 Euro monatlich. Dazu kommen noch einmalige Aktivierungskosten von 49, 99 und 79 Euro für das Modul für den HD-Plus-Empfang der privaten Sender. Macht zusammen 128,99 Euro. Jörg-Peter Joost, Leiter der Zentraltechnik beim Hessischen Rundfunk, kennt die Vor- und Nachteile aller Anbieter. Der Kabelanschluss ist relativ einfach zu handeln, in den Wohnungen einfach zu verkabeln. Und wer viele Fernseher anschließen möchte, ist mit dem Kabelanschluss recht gut bedient. Nachteilig ist die Vertragsbindung und der Preis, wenn man es einmal mit den Jahren multipliziert, kommt doch eine hübsche Summe zustande. Möglichkeit Nummer 2, Satellit. Die Nutzung von Satellit mit Schüssel erfordert meist eine aufwendige Installation. Dafür bekommt man eine große Programmvielfalt und fast alle Sender sind frei empfangbar. Monatliche Kosten von 5,75 Euro entstehen nur für die Privaten in HD. Die Satellitenanlage kostet ab 200 Euro ohne Installation. HD-Plus-Modul je Endgerät oder HD-Empfangsbox kosten einmalig 79 Euro. Macht zusammen 279 Euro.
Alle Öffentlich-Rechtlichen in HD und alle Privaten in SD sind kostenfrei. Diejenigen, die eine Satellitenschüssel installieren dürfen und diejenigen, die dann auch einen gewissen Verkabelungsaufwand in Kauf nehmen, für die ist die Flexibilität einer Satellitenanlage von großem Wert. Dort sind sehr viele Programme zur Verfügung in allen Qualitäten und im Lauf der Zeit amortisiert sich eine Satellitenanlage doch relativ schnell. Möglichkeit Nummer 3, IP- oder Internetfernsehen. Hier umfasst das Programmangebot rund 100 TV-Sender, davon über 20 in HD. Bei 24 Monaten Vertragslaufzeit kostet der Vertrag je nach Anbieter ab 34 Euro monatlich inklusive Internet und Festnetz. Dazu kommen einmalig ca. 76,90 Euro für einen geeigneten Router und die Bereitstellung. IP steht für Internetprotokoll und über IPTV bekommen Sie das Fernsehsignal sozusagen über die Telefonleitung und über den Router. Aufpassen muss man bei der Bandbreite, die man vom Provider zugesagt bekommt. Die ist nicht überall gleich stark und insbesondere auf dem Land muss man aufpassen, dass man genügend Datenrate hat, um zwei oder drei Fernseher gleichzeitig zu betreiben. Hier könnte es möglicherweise ein wenig eng werden. Möglichkeit Nummer 4, DVB-T T2 HD. Das neue Antennenfernsehen bietet von allen Verbreitungswegen die beste Bildqualität in Full HD und die einfachste Installation und Inbetriebnahme. Ohne Vertrag und monatliche Grundgebühren für die Öffentlich-Rechtlichen in HD. Nur für die privaten Sender entstehen monatliche Kosten von 5,75 Euro. Eine Empfangsbox kostet einmalig ab 55 Euro. Wir haben endlich eine tolle Bildqualität und die Programme sind in weiten Teilen Hessen bereits schon am 29.03. zur Verfügung. Es sind dort die Öffentlich-Rechtlichen und die Privatprogramme in HDTV zu sehen. Nachteilig ist, dass die Privatprogramme gegen ein Jahresentgelt lediglich zur Verfügung stehen und dass man sich auch genau anschauen muss, wo tatsächlich man die Programme bekommt und mit welchem Antennenaufwand man herangehen muss. Das ist nicht überall in Hessen ganz gleich. Ungeachtet der Anschaffungskosten können Susanne und Bernd also zwischen diesen monatlichen Belastungen wählen. Kabelanschluss mit den Privaten in HD für 25,98 Euro. Satellitenempfang ohne monatliche Kosten nur für die Privaten in HD 5,75 Euro. IPTV für ca. 34 Euro inklusive Internet und Festnetz oder DVB-T2 HD ohne monatliche Kosten nur für die Privaten in HD für 5,75 Euro. Für die Öffentlich-Rechtlichen in HD fallen bei allen Anbietern keine Zusatzkosten an. Susanne und Bernd wollen zwar alle Programme sehen, für die Privaten in HD aber zurzeit nichts extra bezahlen. Sie investieren in eine Satellitenanlage. Die ist zwar in der Anschaffung teurer als DVB-T2 HD, für sie aber langfristig am günstigsten. Ich glaube, das hätte ich auch so gemacht. Viele Mieter haben ja den Kabelanschluss mit im Mietvertrag. Wenn die jetzt sagen, Mensch, wenn das so toll geht mit diesen schicken neuen Antennen, da steige ich doch einfach aus. Kann man das kündigen? Also ich glaube nicht, dass das jemand alleine schafft, aber womöglich hilft es, wenn die Mietergemeinschaft sich zusammenschließt und einfach mal dann mit der Hausverwaltung redet und sagt, bitte stellt uns doch um auf eine Dachantenne ja, oder auf einen Satellit. Ja. Und dann ist vielleicht eine andere Marktwahl. Alleine schafft man es nicht. Mhm. Aber man könnte theoretisch, wenn das mit dem Empfang in Ordnung ist, auf Zimmerantenne auch umsteigen. Aber ja. Okay. Es gibt noch eine Änderung. Ab dem 13. Juni schaltet Unity Media in Hessen das analoge Kabel ab. Was bedeutet das für Kabelanschlussbenutzer? Na, die meisten Fernsehgeräte, also diese Flachdinger, sind dafür ja schon geeignet. Mhm. Da ist es dann einfach nur wichtig, einen Sendersuchlauf über die digitalen Programme zu machen, um das reinzukriegen und nicht wie bisher eben auf den analogen. Und ja, wer das nicht hat, wessen Fernsehgerät das noch nicht bringt, wer vielleicht sogar noch einen alten Röhrenfernseher hat, ja, natürlich, ja. Sie laufen ja noch, der braucht halt dann eben eine Set-Top-Box, eine Anschlussbox und eine Set-Top-Box, die wird oben drauf gesetzt. Set-Top. Ja. Gut. Und wir haben ja eine hier und das müsste dann eben eine sein, ich zeige das mal, die diesen SCART-Anschluss noch hat, der eben ältere Fernsehgeräte oder auch sogar einen älteren Videorekorder versorgt. Das haben nicht alle dieser Boxen. Ist nicht so teuer, ne? Was kostet so eine Box?
Ich glaube, für meinen Retro-Fernseher, ja, ich glaube, so 25 Euro oder sowas. Unter 30 Euro sind die zu haben. Genau, und die, die einen modernen Fernseher haben, die müssen dann einfach nochmal neu Sendersuchlauf starten. Ja, und da wird hoffentlich dann alles wieder zu finden sein. Ne? Ja. Müssen denn die Kabelkunden dann mehr bezahlen oder kriegen die dann auch automatisch HD geliefert? Na, automatisch HD gibt es eben nur für die Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Da ist es eben schon abgegolten, das sagten Sie ja selber auch. Kein Aufschlag, aber den Aufschlag nehmen natürlich die Privaten auch, wenn man Kabelkunde ist. Muss man dann halt diese rund 60 Euro im Jahr, 5,75 im Monat. Ach, das gilt dann auch fürs Kabel sozusagen, ja, wie für die Antenne. Gibt es ein Modul, da stecke ich in den Fernseher rein, der entschlüsselt mir die Programme, die sind ja verschlüsselt. Ja. Nur gegen Geld wird entschlüsselt und dann sehe ich es. Okay, kommen wir mal zu den Fernsehern an sich. Sie haben gerade kleine Fernseher getestet. Wir hätten jetzt gerne die sehr guten gezeigt, aber die gab es nicht. Ja, warum bei den nicht? Kleinen gibt es seit langem schon keine sehr guten mehr. Mhm. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass die stiefmütterlich behandelt werden. Die beste Technik, um Bilder richtig darzustellen, die wird erst in größere Geräte reingebaut. Mhm. Und die Kleinen, die gehen wirklich... Wo sind die Hauptprobleme? Wo sind die schlecht drin? Zum Beispiel die Bewegtbilddarstellung, das ist das größte Problem. Da muss viel Rechenleistung eingebaut werden. Das bekommen und Standbilder die Kleinen hat man einfach ja nicht eher selten. Ne? Beim Fernsehen. Wäre schön, ein Bewegtbild zu haben. Es ist wirklich widersinnig, aber genauso wird es gemacht. Ja. Und dann haben wir eben auch bei diesen kleinen Geräten natürlich einen schlechten Ton. Der ist bei den flachen sowieso schwer, aber bei den kleinen noch viel schwerer. Mhm. Und auch der Blickwinkel ist so ein Problem. Da haben die Kleinen oft mit schlechteren Displays und dann kann man nur direkt da vorne ein gutes Bild sehen, aber nicht mehr von der Seite. Okay, und dieses Blickwinkelproblem tritt aber auch manchmal bei größeren Fernsehern auf. Deshalb, da gibt es einen Trick, wie man das im Laden ganz gut erkennen kann. Den zeigen Sie uns mal bei diesem ganz großen da jetzt. Ja, normalerweise komme ich ja von vorne und sehe dann eben ein tolles Bild. Aber der Witz ist eben, wenn mehrere Fernsehgeräte dort nebeneinander aufgebaut sind, an die Seite zu gehen, dann gibt es so einen Punkt, wo bei einigen Fernsehgeräten einfach die Farbe rausgeht. Mhm. Die ist dann flau. Das Bild insgesamt wird richtig matschig. Und ein paar Fernsehgeräte strahlen dann immer noch raus. Und dann weiß ich, das sind die mit dem großen Blickwinkel. Wenn ich eben mit der ganzen Familie gucken will, die so im Kreis davor sitzt, soll ja auch jeder was sehen. Mal einen Märchenfilm, dann nehme ich halt einen von denen, die da rausstrahlen und nicht den, der im Blickwinkel zusammenbricht. Also im Laden an die Seite stellen und gucken, was da noch brillant leuchtet, das könnte ein guter sein und den kann man sich dann genauer angucken zumindest. Genau. Ja. Also das heißt, jetzt wenn Sie sagen, es gibt keine kleinen guten Fernseher, ja eigentlich, ich muss wirklich dem Fernseher zu Hause immer mehr Raum einräumen. Also so ein Monstrum, da, das ist jetzt gar keine Seltenheit mehr, ne? Das ist Standardgröße inzwischen, Wie groß sollte denn ein Fernseher idealerweise sein? Weil es muss ja auch zum Guckabstand passen, da gibt es eine Faustregel, ne? Die Faustregel sagt, zwei oder dreifache der Bilddiagonale sollte ich auch als Abstand nehmen. Also bei diesem Metergerät hier, 2 bis 3 Meter Abstand. Mhm. Allerdings sind die Sehgewohnheiten sehr unterschiedlich und manche mögen es doch eher wie im Kino auf dem Rasiersitz, das ist das Bild richtig Großes. Aber dann lebt man immer noch mit einem riesigen Möbelstück im Zimmer, wenn kein Fernsehprogramm läuft oder kein Film. Machen wir das mal aus und jetzt kommt hier, finde ich, ist ja oft so ein, will nicht ausgehen, doch jetzt geht's aus, da hat man ein großes schwarzes Loch. Ja, und das will, will auch ein Mann nicht sehen. Auch ein Mann nicht, das ist jetzt auch sehr schön gesagt. Hat man denn da irgendwie noch nichts erfunden, dass es, muss dieses schwarze Monstrum immer so dann da sein? Also sie arbeiten dran. Es gibt heute schon ja die Beamer-Leinwand, die ich so aufziehe und dann eben mit einem Projektor arbeite. Und das soll es auch in Zukunft mal mit flexiblen Bildschirmen geben, die ich aus einer... Wow.